Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem Kanal. Heute tunen wir den Rapid Hot Knife. Ja, ich glaube, so wird er ausgesprochen. Und zwar könnt ihr das Ganze kaufen bei Legendary Motorsports. Und zwar ist es das allererste Auto, was wir uns bei Legendary Motorsports holen für die Tuning-Folge. Und zwar hatten wir natürlich einmal ein Zwo-Rad, also der Carbon RS oder SRS war es, glaube ich. War ja Motorrad, aber diesmal ist es das allererste Auto, was wir von Legendary Motorsports uns holen und zu tunen. Natürlich preislich, ne? Ist es das hier das billigste. Ist bei mir natürlich ein 0-Dollar Fahrzeug wie einige andere auch, aber ja, der Hot Knife beträgt einen Preis, also wenn es bei euch nicht bei 0-Dollar ist, dann 90.000 GTA-Dollar. Ja, dann würde ich sagen, schwarz. Und bestellen auf jeden Fall nach Club Garage B3. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn das Fahrzeug angekommen ist. Leute, das hier ist der Rapid Hot Knife. So sieht das Ganze hier aus. Ja, ich würde mal sagen, dann schauen wir mal, welche Fahrzeugtüren es sich öffnen lassen. Ja, warum gehe ich auf Aussehen? Fahrzeuge verwalten, dann Einstellung genau alle. Okay, bis auf der Kofferraum gehen alle auf. Ja, okay. Ja, der Hot Knife ist auf jeden Fall eine Nachmache vom 1934er Ford Coupé. Und ansonsten würde ich sagen, fahren wir mal rein in die Judy-Stube. Oh, schön auf zwei Räder, Wischler, jawohl. Gut, Rainer. Kategorie Muscle Car. Aha, okay. Panzerung 100% dann drauf auf jeden Fall. Karosserie, Schutzbleche. Ich meine, hier ist doch gar kein Schutzblech außer an den Dingern vorne, aber ich bin ehrlich, ich feiere so diesen alten Look, deswegen mache ich das nicht weg. Bremse auf jeden Fall auf Rennbremse. Motorverbesserung 4. Okay. Motorhaube, Drehansaugtrichter. Nee. Nee, auf jeden Fall nicht so. Hupe will ich tatsächlich lassen. Lichter mache ich dann mal auf Xenon. Neonkits brauchen wir bei dem definitiv nicht. Wenn dann gelb auch schwarz Kennschildzeichen, ist ja klar. Lackierung, ich weiß nicht, vielleicht so ein. Das hier ist jetzt, welche Lackierung? Das hier, das würde ich so lassen. Ich würde die Sekundärfarbe vielleicht so, ja, hier direkt rot machen. Ja, obwohl es jetzt nicht so. Schauen. Orange ist jetzt auch nicht so. Ja, ich weiß nicht, hier passt jetzt nicht wirklich was. Schwarzgemisch aus, wenn ich jetzt schwarz selber drauf mache. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht so ein Strohbraun will ich machen. So, es hat halt noch dann etwas so vom alten Look auf jeden Fall. Ja, wenn ich es jetzt verkaufen wollen würde, 63.000. Naja, ne. So, Federung. Ja, mach bei dem jetzt nicht viel, aber machen wir mal drauf hier. Getriebe machen wir auf jeden Fall. Renngetriebe, Turbo machen wir auch. Okay, ich habe nichts gedrückt. Reifen, das ist an sich ein Muscle Car. Aber ich glaube nicht, dass wir da ja, so wirklich ein Muscle Car Felgen drauf machen. Ich meine, können wir mal schauen, ob hier irgendwas passt, aber scheint nicht so auszusehen. Vielleicht bei Lowrider irgendwas. Ja, das hier sind doch die Felgen, die dann ungefähr normalerweise hat. Machen wir auch mal drauf dann hier. Farbe. Will ich Steinsilber dann machen. Ich meine, das ähnelt den Originalen ungefähr. Reifenmuster. Ja, machen wir mal drauf. Verbesserung, yo. Reifenqualm würde ich bei dem tatsächlich Standard lassen. Ja. Gut. Fenster machen wir auf jeden Fall Limousine. Und das war's.
Also bei denen kann man tatsächlich nicht viel machen. Ja. Fahren wir mal raus. Okay, dann fliegt das Ding durch die Decke, alles klar. Gut. Das hier ist das Auto, aber ich bin ehrlich, meiner Meinung nach, also wenn es um Tuning geht, würde sich dieses Fahrzeug definitiv nicht lohnen. Also ich meine, wenn jemand was Schickes, sage ich jetzt mal, draus machen möchte, ich meine, vieles kann man da jetzt auch nicht machen, aber wenn jemand sagt, das Auto gefällt ihm an sich so, dann warum nicht, aber ja, ich meine, das Ding kostet jetzt auch nur 90.000, aber trotz allem lohnt sich nicht. Und ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch auf jeden Fall. Auf meinem Kanal findet ihr eine Playlist zu den ganzen hochgeladenen Car-Tuning-Teilen, die bis jetzt hochgeladen worden sind, also alle auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Teil. Haut rein, Leute, macht's gut und ciao, ciao.